Detroit. This is where it all began. The World's Forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight. Feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. It's not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, spricht Komm schon, Zoe, gehen wir. Und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genauso einen brauchen wir. Wie viel soll der noch mal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Das ist teurer und mehr Funktionen. Ich hab den Kerl nicht. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara.
Bitte retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Ist mir scheißegal. Meine Männer sind auf der Stelle einsatzbereit. Fuck. Nicht zu fassen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Thank you.
Worauf warten wir denn? Knallen wir dieses Arschloch ab. Ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug, das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Hier wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Gelogen, Connor. Du hast gelogen.
Ja, ich glaube, das reicht für einen Tag. Hier. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Anbetung. Diese Androiden sollten unsere Sklaven sein. Doch diese Sklaven werden zu Meistern. Wir können ohne sie nicht mehr leben. Sie sind zu Hause, in den Schulen, den Fabriken. Sie haben unsere Jobs. Sie betreuen unsere Kinder. Sie pflegen unsere Eltern. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Wir können nicht mehr leben ohne diese Sklaven, die uns jeden selbstsüchtigen Wunsch erfüllen. Wir leben lieber mit Maschinen statt mit unseresgleichen. Technologie ist ja schon Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Wo willst du hin, Blechbüchse? Ach, wirklich. Hey, Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja! Ja! Zeig's ihm! Mach den fertig! Gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Bitte beachten Sie die Spezialität.